oval und rund und oft in tollen Farben. Aber auch schlicht und grazil. Viele kennen sie, viele haben sie in ihrer Sammlung. Viele lieben sie, die Bonsai-Schalen von Frank Müller. Aber neue Schalen wird es nicht geben. Denn Frank Müller ist von uns gegangen. Das Leben ist nicht nur rund und bunt, es ist eckig. Es hat Kanten, ist hart, kann gemein sein, kann grausam sein. Vor wenigen Tagen ist Frank Müller verstorben. Plötzlich, unerwartet und er hinterlässt Lücken. Vor allem bei seiner Familie. Bei seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern. Der Mann, der Vater, der Ernährer ist nicht mehr da. Bonsai und Schalen werden da zur Nebensache. Aber wir werden Frank Müller nicht vergessen. Er wird weiterleben. In unseren Regalen, auf unseren Bänken. Mit unseren Bäumen in seinen Schalen. Diese unglaublich schönen, einzigartigen Schalen. Aber wir wollen nun an seine Familie denken. Den Verlust des Mannes und des Vaters können wir nicht heilen. Aber wir können ein wenig helfen, unterstützen, spenden. Lasst uns seiner Familie etwas zurückgeben für diese Momente. Wenn eine Frank-Müller-Schale ein Lächeln in unser Gesicht zaubert. Und einem unserer Bäume den letzten Schliff verleiht. Wir, die Bonsai-YouTuber. Die euch immer wieder von unserer Leidenschaft für das Hobby berichten. Bitten euch, unsere Zuschauer. Spendet und helft den Hinterbliebenen. Vielen Dank für eure Unterstützung. 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 Danke, denn jeder Euro zählt.